Sommer, Sonne, Berge. Wer denkt bei diesem Ambiente nicht an Urlaub? Einfach mal die Seele baumeln lassen, die Ruhe genießen. Denkste. BVB-Trainer Jürgen Klopp kennt im Trainingslager im schweizerischen Luxusresort Bad Ragaz keine Gnade. Also so wichtig und schön das mit dem Hotel ist, was wirklich ein Traumhotel ist, also alles, was man hier sieht, lässt so richtig Urlaubsstimmung aufkommen und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir eben perfekte Trainingsbedingungen haben. Die hat der BVB in der Schweiz sicher angetroffen, aber die 5-Sterne-Herberge bietet eben noch mehr. Es gibt natürlich einen Pool, es gibt Tischtennisplatte, Billard und Kicker, Playstation und da können wir abends schon ein bisschen zocken. Zocken ja, ganz schön strampeln müssen die BVB-Profis aber auch. Wir haben heute Morgen um 7:30 schon unseren Lauf bewältigt, gerade eine intensive Einheit gehabt und ich denke, so wird es die ganze Woche verlaufen. 2 bis 3 Mal täglich lässt Schleifer Klopp seine Spieler derzeit ackern. Neuzugang Ivan Perisic bekannte schon nach den ersten Einheiten, dass er noch nie so hart trainiert habe. Aber auch den Meisterspielern um Götze und Co. macht Kloppos Konditionsbolzerei zu schaffen. Ich denke, wir müssen an unsere Grenzen gehen und das werden wir auch hier tun. Ich denke, wir sind körperlich alle ziemlich fit, aber dennoch ist das Training anstrengend. Und ist nicht die schönste Zeit der Saison, aber da müssen wir durch und ich denke, wir müssen fit sein für die neue Saison und für die neuen Aufgaben, die uns bevorstehen und dementsprechend hart werden wir auch arbeiten. Große Sprünge will der deutsche Meister in der Bundesliga, im Pokal und in der Champions League machen. Dabei helfen sollen dem BVB auch die Neuzugänge um Ilkay Gündogan. Wir haben super Zugänge dazu bekommen und die brauchen wir auch. Wie gesagt, wir haben eine harte Saison vor uns, da brauchen wir jeden Einzelnen und wir haben uns natürlich super verstärkt. Es soll wieder hoch hinausgehen für den BVB. Vorher aber steht harte Arbeit an, wenn auch in fürstlicher Umgebung.